Als wir das Kloster übernommen haben, war genau hinter mir eine Nische, aber keine Tür. Wir kamen auf die Idee, die Gäste in einem Kreis zu begleiten und die Stationen des Klosters zu zeigen. Aus einer Nische haben wir eine Tür gemacht. Diese Tür wurde vom Herrn Elmar Bruck 2013 geweiht und trägt künftig seinen Namen. Warum gerade Elmar Bruck? Elmar Bruck hat unsere Kirche in Ägypten und die päpstliche Residenz wahrhaftig vom Bombardement gerettet. Ich bekam schreiende Anrufe aus Ägypten. Die Salafisten und die Muslimbrüderschaften haben vor, die San Markus-Kathedrale, also Sitz seiner Heiligkeit, den Papst der koptischen Kirche und die päpstliche Residenz zu zerstören. An einem Sonntag um 20 Uhr gelang es mir, Herrn Elmar Bruck zu erreichen, der sofort reagiert hat, indem er Kontakt aufgenommen hat mit Frau Angela Merkel, die wiederum Frau Catherine Ashton angerufen hat. Catherine Ashton war zu diesem Zeitpunkt, Gott sei Dank, in Ägypten und hat am selben Mittag Kontakt aufgenommen mit dem damaligen Präsidenten Morsi. Mit der Intervention von Frau Catherine Ashton war es möglich, diese Aggression auf unser Heiligtum zu stoppen. Daher bin ich sehr Herrn Elmar Bruck sehr dankbar, der leicht erreichbar für uns ist und der unserer Klagen und Sorgen ernsthaft hört und entsprechend handelt und reagiert. Ihm zur Ehre haben wir diese Tür nach ihm genannt und bleibt. Oh,